Hier haben wir Argon in einer Gasflasche und wir werden dieses Argon verflüssigen. Hier haben wir also flüssigen Stickstoff, eine Kupferspirale. Durch diese Kupferspirale lassen wir das gasförmige Argon durch und es wird flüssig werden. Hier sieht man schon, wie also das flüssige Argon herausrinnt. Das flüssige Argon hat eine Temperatur von 87,3 Kelvin. Nun nehmen wir das Argon heraus und werden in einem Rezipienten den Druck absenken und werden im Prinzip zum Tripelpunkt hinfahren mit einer Temperatur von 83,8 Kelvin. Und dort wird das flüssige Argon dann fest werden. Schaut dann aus wie Eis. Jetzt kommt der Rezipient drüber. Hier haben wir also drinnen das flüssige Argon, das wir vorher erzeugt haben. Da haben wir unsere Pumpe. Und wir sind auf einen Druck hinuntergefahren von 0,6 Bar und haben jetzt festes Argon. Jetzt lassen wir wieder Luft hinein und das feste Argon wird wieder flüssig werden. So, jetzt haben wir wieder flüssiges Argon drinnen.